Und damit sind wir im offiziellen Game. In der Kampagne. Im freien Spiel. Ja, freies Spiel ist es ja nicht, aber in der Kampagne. Das heißt, uns wird nichts mehr erklärt. Wir müssen alles selber schaffen jetzt. Grundlagen haben wir. Ja. Der Moment, auf den ich eine Stunde gewartet habe. Weil wir jetzt eine Stunde gespielt haben bis jetzt. Hier muss es sein. Hier ist Fenris ausgerissen. Endlich, dann lass uns graben. Jo, ich kann das noch mitreden. Warum, Gehirn? Ich soll auf euch aufpassen? Ich bin nicht Elfe geworden, um hier den Wigglesitter zu spielen. Wieso geworden? Kann man sich das aussuchen? Hier, die schickt euch Odin. Die Ringe sind alles, was von Fenris Halsband übrig ist. Der Ring der Luft und der Ring der Erde. Aber passt gut auf sie auf. Verstanden? Wir sind ja nicht blöde. Da unten muss es noch mehr Ringe geben. Kompliment. Die gottverlassene Senke passt hervorragend zu eurem mickrigen Lager. Schlagt es am besten hier auf und seht euch dann um. Die halben Portionen von den anderen Clans stecken bestimmt hier irgendwo in der Erde. Vielleicht wissen die, wo Fenris und die Ringe stecken. Keiner hört zu. Werd's nie kapieren, wie man unter der Erde leben kann. Na, amüsiert euch schön. Dreck ist ja genug da. Blöde Elfe. Blöde Elfe! Donner doch gegen den Fels da! Elfen! Donk. So, und jetzt schnappen wir uns diesen Fenris. Ah, mega gut. Aber gab es irgendwo nicht einen Pause-Button? Naja, egal. Also, wir haben 5 Elfen. Elfen. Was fällt mir ein? Wir haben 5 Zwerge. Ich muss die Musik leiser machen. Die ist mir deutlich zu laut. Entwicklung, Produktion, Stammbau, Aufträge. Hilfe! 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 Eiche. Audio. So ist gut. Okay. Speichern. War unnötig, ich weiß, aber ich will. Ist so. Gut, wir haben 3 Elfen. 5 Zwerge. Himmel, Arsch und Zwirn. Okay, wir müssen gucken. Ich will auf jeden Fall. Jetzt wird's wichtig. Ich muss tatsächlich nach Geschlechtern trennen, weil ich habe ja vorhin erwähnt, es gibt ja verschiedene, dass Fähigkeiten vererbt werden. Das heißt, ich will jetzt eigentlich einen Mann und eine Frau. Nee, ich will jetzt 2 Männer. Es sind 2 Männer im Dienst. Hervorragend. Das heißt, wir machen einen zum Holzexperten und einen zum Steinexperten. Und umgekehrt machen wir dasselbe mit Frauen, dass wir später, damit diese beiden sich nicht in die Quere kommen, praktisch. Damit wir, wenn die einen Wiggel, einen neuen Wiggel machen, der nicht beides kann. So, ich weiß auch nicht, inwieweit wir schon graben können, ohne dass wir gleich auf die Fresse kriegen. Hier, du hast gerade nichts zu tun. Du kannst einfach mal die Fässer aufmachen, gucken, was wir noch so geschenkt kriegen. Pilze. Und ich glaube nochmal Pilze. Ja, okay. Also, Matthias ist wird unser Holzexperte sein. Und das kann ich nicht mal lesen. Coldsteam? Ich glaube, es heißt Coldsteam. Ich nenne ihn einfach Coldsteam. Kann ich die umbenennen? Ich glaube, das ging spät. Ich glaube, das geht. Ich glaube, es gab irgendeine Fähigkeit, sag ich schon, irgendwas, um die
umzubenennen. So. Wir wollen aber diese Arbeitszeit für dich. Wir wollen nämlich halbtags arbeiten. Ich weiß, ich bin gemein. 12-Stunden-Schichten. Die wird... Warte mal. Sie arbeitet da, die arbeitet da. Und die arbeitet halb. Die wird so ein bisschen allrounder. Ich weiß noch nicht ganz, was wir mit ihr machen. Aber, ja. Sehen, guck mal, den Holzklotz können wir schon mal erfinden. Aber wir werden trotzdem vorher ein Zelt bauen. Nach links kommen wir nicht. Okay. Huch. Wie weit bist du? Nee, Kollege. Ich will andauernd rechte Maustaste zum Befehl drücken. Du gibst weiter. Weil der, ich weiß noch, dass derjenige, der Holz macht, auch Bau und Transport machen muss. So halb. Weil die ersten Dinger nämlich beides brauchen. Also so den Korb. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es richtig heißt zum Beispiel. Der braucht Holz und Bau und Transport. Und das macht er gerade wunderbar. Er wird jetzt feststellen, dass er der Einzige ist, der arbeitet. Und dann wird er auch anfangen. So, wir können praktisch hier die erste Höhle uns hinsetzen. Beziehungsweise hier. Aber wir werden hier hingraben gleich. Da geht es nämlich schon weiter. Das will ich aber noch nicht. Ein bisschen Schiss habe. Aber die kleine Höhle können wir auf jeden Fall. Die nehmen wir noch mit. Okay, gut. Das meinte ich vorhin. Es gibt genug Sachen parallel zu tun. Ich muss aufpassen, dass wenn ich nach rechts gehe, ich nicht den Bildschirm verlasse. Das heißt, ich darf nach rechts nicht klicken. Er verlässt nämlich einfach das Gamefenster und dann bin ich wieder aus dem Game gekickt. Das wollen wir nicht. Okay, der Lachs scheint zu laufen. Ja, läuft. Hervorragend. Das heißt, sie ist Ariel. Ariel wird unsere Köchin. Ich weiß, übelstes Klischee, aber sie, bei ihr passt es gerade am besten mit den Arbeitszeiten. Wie viel Stein hast du denn? 2. Okay, dich müssen wir auf 3 kriegen. Für, jetzt ist die Musik halt komplett weg, fast. Ach, hat er. Hat er in der Sekunde bekommen. Okay. So, wir müssen gucken, dass wir das Zelt da platzieren, wo keine Pilze wachsen. Stopp. Ah. Das heißt, am besten irgendwie hierhin. Da ist gut. Dann haben wir hier noch Platz für den Holzklotz. Verdammt, ich habe schon wieder linke Maustaste gedrückt. Steuerung. So, rechte Maustaste. Okay. Dieser Gang ist fertig. Hervorragend. Dann erfinde mal den Steinmetz. Und der Dingsklotz kann auch erfunden werden. Schön, dass für Erfindungen ein Zauberhut aufgesetzt wird. Ich liebe es. So, und du, dich locken wir hier ran und stellen gleich mal einen Grillpilz her. Wir haben zwar noch en masse, aber ich will, dass sie ein paar Essensfähigkeiten kriegt. Und ich will die beiden Sachen erfunden haben, bevor
der Schichtwechsel ist. Weil wenn die nicht in der Schicht sind, können die Sachen nicht erfinden. Deswegen... Oh, ich fühle mich so hektisch gerade. Ich weiß nicht warum. Ruhig, easy. Easy game. Fällt diesen Pilz. Nee, doofe Idee. Das können wir uns nochmal kurz angucken. Und da hat er sie. You have an idea. Gut, dann. Da du noch eine halbe Schicht Zeit hast, ich habe schon wieder falsche Maustaste gedrückt, grab doch mal die Höhle. Wir müssen auch. Ja, wir bauen sie direkt an den. Wir müssen auch Steinfortschritt machen, um. Okay, sie kocht hervorragend. Dann stellen wir dich schon mal in die Nähe, weil du musst nämlich gleich eh. Gleich den Holzklotz erfinden und auch bauen. Und du musst graben. Graben. Gut. Sie sehen alle sehr busy aus. Wir unlocken dich mal kurz. Die können auch immer nur zu einem Gebäude gelockt sein, glaube ich. Ich hoffe, dass dieses Plus 1 den auch gleich in die Produktionswarteschlange packt. Weil den Platz brauchen wir nämlich gleich für den Steinmetz. Dann kann da der Holzklötz hin, in der Nähe der Pilze. Und in der nächsten Schicht, wenn dann gleich Halbzeit ist, schicken wir die erste Zwergin hinunter zum Erkunden. Gut. Das läuft. Ich bin mir nicht sicher, ob derjenige, der für den Bautransport sorgt, auch derjenige ist, der den Scheiß gleich baut. Okay, das haben wir gerade irgendwie geschafft zu verhindern. Nice. Okay. Wir können hier auch nicht weiter graben, oder? Nee, guck, hier kommt schon der Granit. Ich muss mit der linken Hand irgendwas machen. Deswegen nehmen wir jetzt doch die Pfeiltasten. Guck mal, es gibt kein Keybinding, ne? Also kein konfigurierbares. Ich glaube, so ab 10 fängt er dann an, glaube ich, nicht mehr. Es wird schon weniger, also mit dem Festhaken. Wer ist denn da unzufrieden? Der Arbeiter. Hat nicht so die hohe Stimmung. Das ist okay. Warum hast du denn eine höhere Stimmung? Ah, dann nicht. Er ist einfach zufriedener. Ja, arbeiten, finde ich gut. Okay, er ist runter auf 60. Ich glaube, das ist die kritische Masse. Das ist ja, glaube ich, unter 70. Sagt Kostin. Ja, der heißt Kostin. Ich weiß nicht, wie ich es anders aussprechen sollen würde.
Hat sie ihn unterbrochen? Na, Wichtes, Wiggles. Wie steht's mit den Ringen? Was gefunden? Was willst du denn schon wieder? Dir unter die kleinen, dünnen Ärmchen greifen. Verschon mich. Schön, eben nicht. Wer nicht wiggelt, hat schon. Aber um Fenris zu bändigen, musst du die Ringe sammeln. Und dann? Sollen wir dir die Dinger durch die Nase stecken, oder was? Ha, ha, ha. Vor tausenden von Jahren schmiedeten eure Vorfahren eine mächtige Kette. Eine Kette aus 6 Ringen. 6 Ringe, die zu einem mächtigen Band geschmiedet wurden. Unzerstörbar. Unendlich haltbar. Dank der Schmiedekunst und uralten Magie der Zwerge. Das Glebnir. Damit gelang es Odin, dem Göttervater, Fenris zu bannen. Größenverhältnisse. Amüsieren mich. Tja, nun ist er ausgebüxt. Dumme Sache. Konnte das Glebnir wohl abstreifen beim Gassi gehen? Jetzt sitzt er da, der Odin. Wo waren wir? Jahrtausende hatte das Glebnir gehalten und Fenris Zorn gebannt. Doch jetzt, von Fenris Hals getrennt, zerfiel das Glebnir. Es zerbrach, es zerbarst, löste sich auf, ging auseinander, zersplitterte in seine Einzelteile quasi. Und das Wissen ums Glebnir ging damit auch flöten. Glaube, jetzt habt ihr es alle verstanden, hm? Irgendwo in der Unterwelt warten die 6 Ringe auf ihre Entdecker. Die Wiggles. Sie müssen das Glebnir schmieden. Dieses unzerreißbare Band, um Fenris erneut in Ketten zu legen. Und diesmal für immer. Na, klingt doch beinahe zu einfach. Die werden dir bestimmt eine große Hilfe sein. Ist klar. Okay, du hast Feierabend, Kollege. Wer bist du? Nee. Da ist es auch ein Typ. War der nicht vorher eine Frau? Oder habe ich mich einfach verguckt? Okay, dann gehst du jetzt graben. Und dann wird live unser Koch. Kacke, ich hab's verkackt. Der war doch... War der... Okay... Also entweder bin ich jetzt hart blöd oder der war vorher eine Frau. Der war doch vorher eine Frau. Also. Okay, jetzt muss ich kurz gleich umstrukturieren. Okay, dann wirst du Holztussi. Du bist Steintussi. Und du bist, und Live ist unser Koch. Dann ändern wir das so. In den einen Punkt in Nahrung, der ist verschmerzbar. Wir haben auch noch gut Nahrung, deswegen brauchen wir Live auch gerade nicht. So, das heißt. Nee, was ist das? Das Dingstransport kann sie noch machen. Danach kriegt sie eine andere Aufgabe von mir. Ja. Ist das da was, Aui? Sogar noch das Gequatschel von dem mitreden. Oh Gott.
Diese Dialoge sind, glaube ich, komplett random. Alles klar. Sie gräbt das. Sie macht das noch fertig. Und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes errichten können. Ihr solltet auch, glaube ich, gleich damit fertig sein, um dann den zu erforschen. Zu forschen und zu bauen. Das heißt, wir schicken sie danach gleich dahin. Und hier für dich suchen wir in der Zeit eine andere Aufgabe. Weil ich will, dass sie das Ding produziert, damit sie hier diese vier Steine verarbeitet, weil dadurch steigt auch ihre Steinfähigkeit. Moin! Tempstor, ist das richtig? Sei mir gegrüßt. Willkommen auf dieser kleinen Nostalgiereise. Geil, die Höhle ist fertig. Dann heißt das, wir können sie schicken dahin zum Bauen Le Steinmetz. Ja, das ist die Version. Genau. Weil die alte Version habe ich zwar auch, aber die läuft nicht mehr. Und eine Leiter. Eine Leiter können wir machen. Pass auf, wir locken dich. Du sollst immer noch nicht haben. Da, lock. Tu das. Tu dies. Perfekt. Sie produziert den Steinmetz. Mehr wollte ich gar nicht. Nee, leider nicht. Also es ist genauso clunky. KI setzt hat manchmal ihre Aussetzer bis jetzt. Also ich habe auch noch nicht so lange gespielt. Aber es ist genau wie damals. Nee, das geht nicht. Keybindings sind dieselben. Ja, finde ich auch. Durchaus. Aber ich habe jetzt die Hoffnung, dadurch, dass es jetzt auf Steam erschienen ist, ich habe nicht nachgeguckt, wer es gepublished hat, dass man vielleicht doch noch irgendwer jetzt die Rechte an dem Game hat und je nachdem, wie gut sich das jetzt bei Steam verkauft, wir nochmal ein Remake kriegen oder gar einen zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, wie der Teil eigentlich ausgeht. Ich habe es nie zu Ende gespielt. Ob das ein offenes Ende hat oder ein geschlossenes Ende. Es wäre einfach dieses Game nochmal in heutiger Zeit, in heutiger Grafik. Mir würde so hart eine abgehen. So, produzierst du? Du produzierst. Perfekt. Ich bin glücklich. Ja, diesen einen Punkt, den sie ins Holz bekommt, den kann ich verschmerzen. Ja, ich habe es leider nie zum Laufen gekriegt. Wie gesagt, ich habe das Originalspiel noch. Aber das hat nie funktioniert. Und als dann die ersten Steam-Rezensionen gesagt haben, es läuft auf Windows 10, habe ich gesagt, alles klar. Was ist... Warum? Hast du so hart Langeweile? Hör auf damit. Du kannst gleich kochen, Kollege. Ich bin halt immer nur bis, also den weitesten Spieldurchgang, den ich hatte, der ging bis zur zweiten Welt. Zu den Noggers, Knockers, wie sie heißen mögen. Bis zu dem Drachen. Foreshadowing oder Spoiler, ich weiß es nicht. Bis zu dem Drachen, wie gesagt, danach kam ich nicht weiter. Oder hab's. Lol, wo kommt der denn her?